unter 75% im Meeresangeln, trotzdem weiter Prozente kriegen, simple Montage, ohne Bootsticket. Ja, aber so geht's eben auch. Und das habe ich auch schon mehrfach im Livestream gesagt, auch in den anderen Videos auch schon ein paar Mal gesagt. Wenn man denn doch noch nicht 75% im Meeresangeln hat, und 75% ist super essentiell, denn ab 75% machen wir die beim Meeresangeln die Beifänger frei. Und das ist halt super essentiell dann für eine richtig, richtig hohe Frequenz. Gerade wenn man auf die kleinen Fische geht, auf Makrelen, Sardinen und ähnliches, dann ballern die da richtig gut rein. Aber wie gesagt, dafür brauchen wir die 75%. Ich sitze da gerade vor den Beifängern. Also es ist, ihr seht, es ist ein ziemlich langer Weg, bis man das bis dahin geschafft hat und dann die ganze Zeit immer angelt und rauszieht. Und die Prozente, das dauert ja immer so lang. Ja, normal, dauert immer so lange. War bei den anderen Angelmethoden war das ja ähnlich. Und jetzt hier an der Stelle, naja, kann man einfach rauswerfen. Einfach mit leichtem, entspannten Setup. Kein großes Brimborium. Ich glaube, das Beste, was man immer noch machen kann, wenn man relativ neu ist am Nordmeer, man gönnt sich eine gute Route, und zwar im Idealfall die Poseidon mit diesen plus 5% auf Meeresangeln. Ganz wichtiger Punkt, 5% schon mal weiter sein, heißt 5% eher die bestmögliche nächste Angelmethode verwenden, bedeutet wieder 5% eher oder noch schneller mehr XP kriegen fürs Hochleveln. Das heißt, man levelt einfach nochmal viel schneller damit hoch, weil man dann ja schon viel eher eine hochlevelige Angelmethode wieder verwenden kann. Gerade ausgeworfen. Ja, und dann hier kann man einfach simpel rumprobieren. Ich habe jetzt hier gerade, ja, ich bin jetzt seit kurzem, ja, 10 Minuten jetzt hier, eben natürlich noch kurz das Video angemacht, aber vierter Fisch, zapp, zapp, einfach eben rausgezogen, Auswurf bis, Auswurf bis, Auswurf bis, bis, es ist super simpel, man muss nicht viel machen, ich mache jetzt hier einfach nur Jig, Bewegung in Grundnähe, dann wird einfach ausgeworfen, durchgejiggt und fertig ist, und dann beißen hier die Fische rein. Es gibt von so vielen Seiten immer, ich fange nichts, ich fange nichts, ich fange nichts. Ich verstehe es nicht. Das Meer bietet doch so viele Stellen, so viele Möglichkeiten, dass man hier an verschiedensten Stellen was rauszieht. Einfach vom Land aus, vom Ufer aus, ohne ein Bootsticket für 100 Silber, mit simpler Montage. Ich bin hier gerade mit der Overlord unterwegs. Zack, geht der nächste rein. Also völlig simple Montage. Kein viel Schnickschnack machen. Ich gucke gleich nochmal eben hier rein auf den Köder. Das ist jetzt hier der einfache Jig. Es ist ein Schaumgummi. Die Schaumgummis sind auch relativ leicht herzustellen. Wahrscheinlich haben auch alle, die Kunstköder geskillt haben, schon wahnsinnig viele davon in der Tasche. Joa, die Schaumgummis nehmen. Wir können auch bestimmt was anderes nehmen. Nehmen wir einfach mal einen Maggot. Wenn Gelb doch jetzt gerade funktioniert, dann nehmen wir jetzt hier den gelben Maggot. So, gleiches Spielchen auch wieder. Ich werf einfach locker aus. Zack. Soweit muss man noch nicht mal. Normalerweise lade ich nur so bis halb auf. Absinken lassen. Ganz simpel. Hier vorne in dem Bereich, wo es hier gerade so ein bisschen dunkel wird, das sind so 30, 40 Meter. In dem Bereich ungefähr reinwerfen, absinken lassen. In dem Bereich geht eine Schräge runter. Und wir können hochjiggen, diese Schräge. Und wir können ihn auch wieder runterlassen, den Köder. Und in beiden Situationen, jetzt sind wir schon bei 80 Meter hier, in beiden Situationen haben wir eben die Chance, dass was, zack, bis das was reingeht. Also, gar nicht so viel Theater machen und so viel rumprobieren und mit dem Boot rausfahren und mit dem Pilker. Und dann guckt man auf dem Echolot und da ist ja ein Fisch und dann probiert man und dann zuppelt man und dann beißt da nichts. Nee, einfach hierhin. Am Land, wenn man noch nicht viel große Montagen oder viele Möglichkeiten hat,
einfach mit den Basics hier rumhantieren und probieren. Köder testen ist natürlich auch immer essentiell. Das heißt, wenn du das Video vielleicht in ein paar Wochen erst siehst und dann sind da vielleicht gerade nicht die gelben Köder interessant, vielleicht sogar die roten oder sowas, dann muss man natürlich auch mal die Farben ändern und ausprobieren. Aber im Großen und Ganzen passt das doch. Und wie gesagt, es gehen hier eben auch Skillpunkte rein. Das ist eben das Wichtige. Kabeljau sogar. Alter, perfekt. Mehr davon. Den will ich mir sogar... Warte mal, jetzt machen wir mal ohne... So, eigentlich mache ich immer so. Halb aufgeladen. Genau, exakt so. Rausgeworfen, absinken lassen. Genau, wir sind bei 30, 40 Meter. Das ist perfekt. Und dann ist die Absinkphase und dann ist das ganz entspannt. Ja, wie gesagt, ich bin hier mit der Overlord unterwegs vom Weihnachtsmarkt. Das Gerät lohnt sich auch immer noch, absolut genial. Auch wenn die nicht ausgeschrieben ist als Salzwasserrolle, absolut dafür geeignet. Guck dir das an. Zig Brocken schon im Akkord rausgezogen. Die hatte schon sogar leicht Verschleiß drauf. Und bisher ist es immer noch ganz chillig, ganz entspannt. Also das Ding werde ich auf jeden Fall noch so bis annähernd 50% alles verschleißen und dann erst reparieren. Ich habe hier, das ist vielleicht auch nochmal interessant, ich habe Fluorocarbon selber gebasteltes Vorfach. Fluorocarbon 55 Kilo. Also das dickste Fluorocarbon ist vielleicht ein bisschen durchsichtiger. Vielleicht verscheucht es dann nochmal ein bisschen weniger. So, jetzt sind wir hier bei 65 Meter Tiefe. Erstmal so ein bisschen in den Jig rein. Bewegung in Grundnähe ist drin. Und dann geht es langsam los mit dem Jiggen. Und selbst wenn wir jetzt hier hochjiggen, bis auf ungefähr 30 Meter, dann sind wir ja wieder in dem Bereich, ne? Also 30 Meter auswerfen. Wenn wir jetzt also bis auf 30 Meter jetzt gleich wieder ranjiggen, danach den Bügel einfach wieder aufmachen. Vielleicht klappt das ja jetzt gerade. Wäre natürlich besser, wenn nicht, weil dann hab ich den nächsten Fisch dran. Aber vielleicht klappt das ja, dass ich jetzt hier einfach durchjigge und es beißt nichts. Und dann mache ich, wie gesagt, einfach den Bügel wieder auf. Dann lasse ich es wieder runter absinken bis auf die 70 Meter, 80 Meter, je nachdem, wie weit man geworfen hat. Und dann geht es wieder los. So und so ähnlich habe ich wahnsinnig viele XP hier, also Skillpunkte fürs Meeresangeln gemacht. Einfach nebenbei. YouTube-Videos geguckt, schön geguckt, wie man das macht hier. Ab ans Wasser, nebenbei geangelt und zack, 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 gehen die Prozente rein. Irgendwas über 90% bin ich jetzt. Läuft also ganz auf entspannt. Und vor allem, wenn man sowas hier noch schön mitnimmt, die sind auch regelmäßig als Kaffeeauftrag drin. Das Ganze ist ja jetzt hier von der Position direkt, ist glaube ich eins meiner ersten Videos gewesen zum Nordmeer, direkt die gleiche Posi an der Fahne auf diesem Affenfelsen hier, auf der Kante, da oben drauf, jedes Mal renne ich hier hin, werfe von da bis hier, werfe ich das immer so ein bisschen ab, also so in diesem Bereich, fertig und lübt. Absolut simpel. Andere Stelle ist natürlich dann auch hier hinten nochmal am Hafen, auch das lohnt, geht auch immer wieder, da gehen aber häufiger, wenn man ins Café guckt, häufiger mal, na guck mal, 6 Stück davon, die kriegen wir doch da an der Stelle locker zusammen. Köhler ballern auch manchmal rein, aber auf andere Köder. Und die Aalmutter. Die Aalmutter ist auch regelmäßig im Café, wenn man da ein bisschen Kohle mit noch machen will. Die ist häufiger hier in der Area. Und gerne auch mal auf Rot. Also dann hier vielleicht mal wechseln auf den Maggot oder halt Schaumgummi in Rot. Zack, raus damit. Ach, viel zu weit wieder. Zu weit wollte ich gar nicht. Aber geht auch. Auch hier wieder gleiche Spielchen absinken lassen und dann einfach durchziehen. Man kann das genauso auch machen mit dem Pilker. Das heißt also, Pilker auch durchaus möglich. Aber wenn man eh schon ein bisschen geskillt hat und man ist ja hier mit Level 34 und da wird man ja wahrscheinlich kein völlig neuer und unerfahrener Angler sein, dann hat man doch höchstwahrscheinlich auch schon beim Spinfischen Jig-Punkte drin. Und die Jig-Punkte teilen sich ja die Punkte mit den Meeres-Jig. Und das Meeres-Jig, wie gesagt, hat dann hier auch direkt eine erhöhte Chance, größere Fische und Trophys zu fangen. Also
Bester Einstieg, einfach hier entspannt mit dem Meeresjig die verschiedenen Stellen durchgehen. Ein Video gibt es auch von da drüben, von dem Anleger und da hinten, von den Felsen, ganz hinten, also ziemlich genau hier, ja, hier so die Stelle, da kann man auch super hingehen. Also 4 Stellen am Hafen ohne Bootsticket, einfach mit Jig, wo man einfach konstant schön was rausziehen kann und damit seine Skillpunkte machen kann. Ohne Frust, einfach Fische fangen. So simpel kann das sein. Petri ihr Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, Videos angucken, die Tutorials vor allem. Da gibt es so viele, die die Basics noch nicht beherrschen mit 600 Stunden im Game. Katastrophe, Alten. Und dann ab ans Wasser, zieht raus die Lümmels. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr. Petri.